Josef Kardinal Frings. Am 6. Februar jährt sich der Geburtstag des ehemaligen Kölner Erzbischofs zum 125. Mal. 27 Jahre lang war er der Oberhirte der Erzdiözese. Der ehemalige Kölner Domkapitular und Frings-Biograf Prälat Norbert Trippen erinnert sich an den beliebten Kardinal. Es gibt nur einen einzigen Erzbischof von Köln, der sein silbernes Priesterjubiläum als Kölner Pfarrer gehalten hat. Das war vorher nicht der Fall, aber es wird auch in den nächsten 400 Jahren nicht der Fall sein. Also er war ein Leutepriester, das wollte er auch sein, ganz bewusst, hat er schon als junger Mann beim Friseur in Neuss gesagt, er wollte einfacher Leutepriester werden, nicht etwas Höheres. Und der Oberbürgermeister von Köln hat ihn, als er Ehrenbürger wurde, 1967 einen Volksbischof genannt. Dafür hat er sich ausdrücklich bedankt. Josef Frings wurde 1887 in Neuss geboren. Nach dem Abitur begann er sein Theologiestudium in Innsbruck. 1910 wurde Frings dann zum Priester geweiht und wirkte anschließend in mehreren Kölner Pfarreien. Später wurde er Regens des Priesterseminars. 1942 dann wurde Frings Erzbischof von Köln, mitten in der Zeit der Nationalsozialisten, in deren Visier er schon bald geraten sollte, durch einen Hirtenbrief über die 10 Gebote. Also in den 10 Geboten, die kursorisch durchgangen wurden, war also das brisanteste, das 5. Gebot. Du sollst nicht töten. Es ist dem Staat nicht erlaubt, jemanden nur wegen seiner Rasse, seiner Hautfarbe, seiner Volkszugehörigkeit zu töten, wenn nicht ein Verbrechen, ein nachgewiesenes Verbrechen vorliegt. Und das klingt in unseren Ohren heute ziemlich harmlos, aber damals spitzten die Leute die Ohren. Das hat jeder verstanden, was damit gemeint war. Er war also mit den Nazis nicht zimperlich. Er hat das nicht provoziert, er hat nicht die rote Fahne geschwungen, aber er hat dann, wenn es darauf ankam und wenn er die Leute vor der Flinte hatte, hat er also ganz deutlich gesprochen. Mit Kardinal Frings verbindet man bis heute vor allem ein Wort, das Fringsen. Gemeint war damit das Plündern von Kohlenzügen durch die Bevölkerung im Rheinland während der schlechten Versorgungslage in den ersten Nachkriegsjahren. In seiner Predigt an Silvester im strengen Winter 1946 erklärte der Kölner Kardinal diesen Diebstahl unter gewissen Umständen für legitim. Prälat Trippen erinnert sich an die Worte der Predigt. Wenn jemand in äußerster Not, um sich sein eigenes Leben zu erhalten, sich nimmt, was er zum Überleben braucht, dann ist das nach alter Regel Mundraub und der ist also nicht, vor Gott jedenfalls, nicht strafbar. Und das haben die Kölner als Aufforderung zum Klüttenklau, wie man hier in Köln sagt, verstanden. Danach nannte man in Köln und darüber hinaus das Organisieren von Heizstoffen Fringsen. Die Worte des Kardinals wurden von der Bevölkerung dankend aufgenommen. Die britische Besatzungsmacht dagegen reagierte verärgert und forderte den Text der Predigt ein. Und der Höhepunkt war, dass er nach Düsseldorf eingestellt wurde zum Regional Commissioner und sollte da Rechenschaft geben, was er da angerichtet hätte. Und dann hatte der sich aber mit der Zeit vertan, der kam zu spät. Nach einer Viertelstunde hat der Frings als feiner Mann von Neuss seine Visitenkarte zurückgelassen und hat dem Pfarrer gesagt, nichts wie weg, besser konnte es nicht kommen. Eine maßgebliche Rolle spielte Josef Kardinal Frings auf dem 2. Vatikanischen Konzil. Einmal mehr bewies der Erzbischof von Köln seinen guten Instinkt, als er den damaligen Bonner Theologieprofessor Josef Ratzinger als Berater mit zum Konzil nahm. Prälat Trippen weiß genau, wie es zu der ersten Begegnung zwischen Kardinal Frings und dem späteren Papst Benedikt kam. Frings hat Geige gespielt und ging also regelmäßig in Bachvereinskonzerte oder in große Konzerte, die in Gürzenich stattfanden. Und da hat er dann auch den jungen Professor Ratzinger getroffen und hat ihn dann gefragt, ich soll also in Genua über das kommende Konzil vor dem Hintergrund des Ersten Vatikanums sprechen, können Sie mir dabei helfen? Dann hat ihm Ratzinger ein Konzept gemacht. Und da hat er überhaupt nichts dran geändert. Und dann hat er das in den Vortrag in Genua gehalten. Der wurde also weltweit verbreitet.
Und Johannes der 23. hat ihn also aus einer vorbereitenden Sitzung des Konzils, also der Zentralkommission, kommen lassen. Und hat der Lute gesagt, ziehen Sie mir noch mal das rote Mäntelchen um, vielleicht ist es das letzte Mal. Und dann hat ihn also der Papst umarmt und gesagt, also das ist großartig, was Sie da gesagt haben. Und seit der Zeit bestand also dieser Kontakt. Dass Kardinal Frings so eine wichtige Rolle beim Konzil spielte, lag zum einen am Berater Professor Ratzinger, zum anderen aber auch an den hervorragenden Lateinkenntnissen des Erzbischofs, der sich dadurch innerhalb der Versammlung bestens ausdrücken konnte. Man lacht ja heute darüber, dass vor 50 Jahren es noch möglich war, als in einer Riesenkonferenz von 2.500 Leuten Latein als Verhandlungssprache. Aber wenn der Erzbischof von Milwaukee Latein sprach, dann wurde die Milch in der Kanne sauer, weil der das also auf Englisch knödelte, das konnte also keiner verstehen. Der Frings hat aber mit ganz klarer Stimme, piepsiger Stimme, die ihm eigen war, ganz deutlich für jeden vernehmbar lateinisch artikuliert. Das hat ihm natürlich großen Vorteil verschafft. Und ein ganz kurioser Umstand, er war schon 1946 Kardinal geworden, er war also in der Hierarchie ganz oben. Wenn er sich meldete, kam er sofort dran. Sein Nachfolger Höffner, der war erst 14 Tage vor dem Konzil zum Bischof von Münster geweiht worden. Wenn der sich meldete, kam der überhaupt nicht mehr dran, weil dann die Debatte schon beendet war. Im Jahr 1969 trat Kardinal Frings als Erzbischof von Köln zurück. 9 Jahre später starb er, am 17. Dezember 1978, im Alter von 91 Jahren. Bis heute ist Frings bestens bekannt als langjähriger Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, als Initiator der Hilfswerke Miserior und Adveniat und nicht zuletzt den Kölnern als mitfühlender Erzbischof in schwieriger Zeit.